Frankfurt am Main, bekannt für Hochhäuser und Bankpaläste. Wir sind auf dem Weg an einen Ort, wo täglich Milliarden Euro bewegt werden, ohne den in Deutschland nichts laufen würde. Aber der ist nicht im berühmten Finanzdistrikt, sondern ab vom Schuss. Nur dieses kleine Schild weist auf ihn hin. Wir hätten es fast übersehen. Das ist es, aber das müsste es eigentlich sein. Unser Tonmann hat recht. Es ist dieses auffällig unauffällige Gebäude in einem Gewerbegebiet. Darin befindet sich zur Untermiete die Finanzagentur der Bundesrepublik Deutschland. 300 Mitarbeiter sorgen dafür, dass unser Staat die Milliarden bekommt, die er zusätzlich braucht, wenn die Steuern nicht reichen. Nicht nur während der Corona-Krise, aber gerade jetzt ist ihre Arbeit besonders wichtig. Sie verwalten unter anderem das Girokonto der Bundesrepublik. Es geht um hunderte Milliarden. Hier? Die auffällige Bescheidenheit ist natürlich kein Zufall, wie uns sowohl der Chefhändler als auch die Geschäftsführerin der Finanzagentur erklären. Zu unserem Image gehört tatsächlich, dass wir etwas bescheidener auftreten. Denn was wir hier tun, ist im Dienste des Staates. Letztendlich verwalten wir unsere aller Steuergelder. Und da ist es natürlich ganz wichtig, nicht durch glamouröses Mobiliar oder durch ein glamouröses Gebäude zu protzen. Die Mitarbeiter in dem unglamourösen Gebäude sind hochspezialisierte Finanzexperten. Sie sind unter anderem professionelle Schuldenmanager. Anders ausgedrückt, sie besorgen Deutschland Geld. Sehr viel Geld. Wenn es sein muss, sehr schnell. So wie vor ein paar Wochen, als Finanzminister Olaf Scholz ein Corona-Hilfspaket ankündigte. Deshalb wird hier nicht gekleckert, es wird geklotzt. Und das machen wir mit einer enormen Summe Geld. Von 156 Milliarden Euro. 156 Milliarden Euro. 156 Milliarden Euro. Eine historische Maßnahme. Aber wie geht das eigentlich genau? 156 Milliarden fallen ja nicht vom Himmel. Und vor ein paar Tagen sind noch mal 62,5 Milliarden für einen zweiten Nachtragshaushalt hinzugekommen. Um Fakten und Zusammenhänge klarer zu machen, haben wir Ingmar und Holger um Hilfe gebeten. Ingmar spielt Deutschland und die deutsche Regierung. Darum bindet er sich eine Deutschlandkrawatte um. Holger steht für die Banken und die Finanzwelt, zu erkennen an der Euro-Krawatte. Los geht's. Als Laie stellt man sich ja immer vor, dass es in einem Krisenfall wie Corona diesen einen wichtigen Anruf der Regierung gibt. Vielleicht sogar von einem roten Telefon. Gab sowas in der Corona-Krise wirklich? Wir erhielten im März einen Anruf aus dem Finanzministerium mit der Bitte, uns sehr kurzfristig zu überlegen, wie die weiteren Mittel, die zur Bewältigung der Corona-Krise benötigt werden, vom Kapitalmarkt aufgenommen werden können. Sie sagen das jetzt so super cool. War das nicht ein bisschen aufregend? Also mir schoss durch den Kopf, wow, es ist doch jetzt irgendwie wahnsinnig real geworden, dieses Thema Corona und Steuerausfälle und Mehrausgaben zur Stützung von Unternehmen und Menschen in diesem Land. Und das war für mich tatsächlich so ein Realitätscheck. Ich gedacht habe, jetzt krempeln wir unsere Ärmel hoch. Wir bringen den Beitrag, den wir jetzt leisten können zur Bewältigung dieser Krise. Aber das war wirklich schon in dem Moment beeindruckend. In der Finanzagentur krempelten sie also die Ärmel hoch. Was sie genau machen, kommt später. Entschieden über die Milliardenhilfen wird jedoch in Berlin, im Bundestag und im Bundesfinanzministerium. Dem ist die Finanzagentur unterstellt. Darum wollen wir uns hier auch mal umsehen. Wir dürfen in den vierten Stock, den Ministerflur. Irgendwo hier ist das Büro vom Chef, Finanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz. Direkt ran kommen wir nicht, aus Sicherheitsgründen. Aber die derzeit jüngste parlamentarische Staatssekretärin hat kurz Zeit für uns. Als rechte Hand des Ministers darf sie ihre Anmerkungen mit einem lila Stift schreiben. Das dürfen nur parlamentarische Staatssekretäre. Ihr Chef, der Minister, nutzt grün. Wir wollen von Sarah Ryglewski wissen, hat der Staat, hat das Finanzministerium für einen Fall wie die Corona-Krise eigentlich eine Art Master- oder Notfallplan, an den man sich halten kann? Den man vielleicht erst mal irgendwo hervorkramen muss?
Nein, für solche Fälle gibt es keinen exakten Notfallplan, der so ein Szenario abbildet. Das ist auch eine einmalige Situation, wie wir sie jetzt haben. Könnte die Regierung wegen dieser Einmaligkeit nicht einfach beschließen, Geld zu drucken, wenn dringend mehr gebraucht wird? Das Problem beim Gelddrucken ist, dass, das kennt man ja auch von sich selber, Dinge, von denen man nicht so viele hat, die sind immer besonders wertvoll. Und wenn man jetzt einfach mehr Geld drucken würde, dann wäre das Geld weniger wert, das wäre dann eine Inflation und dann könnte man damit auch weniger machen. Und unabhängig davon ist es auch so, dass wir in Deutschland eben ja den Euro haben, den wir in vielen Ländern der Europäischen Union haben. Und das heißt, das kann auch Deutschland nicht alleine entscheiden. Auch in einem Krisenfall wie Corona darf die deutsche Regierung nicht einfach Geld drucken. Das darf nur die Bundesbank. In Abstimmung mit der Europäischen Zentralbank, um zum Beispiel ungebremste Inflation zu verhindern. Kurz, ohne die europäischen Partner geht nichts. Trotzdem war ja schnell Geld verfügbar. Ein sogenannter Nachtragshaushalt wurde beschlossen. Haushaltsverhandlungen sind kompliziert und dauern normalerweise Wochen oder Monate lang. Es geht ja um viel Geld. Doch in diesem Fall ging das innerhalb von Tagen. Wie ist das möglich? Hier haben alle in dieser Situation sehr gut zusammengearbeitet. Jeder hat den Ernst der Lage erkannt. Und das hat aber auch was damit zu tun, dass eben halt viel untereinander gesprochen wird, dass es einen guten Austausch gibt, sich alle auch vernünftig informiert gefühlt haben und dann gesagt haben, in dieser Notsituation, da müssen wir jetzt auch schnell handeln, um die Folgen der Pandemie, die wir ja auch so, wo wir noch nicht wissen, wo das Ende ist, dann auch möglichst gering zu halten. Schön und gut. Aber woher kommt nun das Geld? Wieso steht plötzlich so viel zur Verfügung? Wir sind ein wirtschaftlich starkes Land. Das sieht man ja auch in der aktuellen Krise. Haben wir eigentlich im Vergleich zu anderen Ländern auch immer noch sehr gute Wirtschaftsdaten. Und das heißt, wir sind in der Lage, uns dann in dieser akuten Situation auch kurzfristig Geld zu beschaffen, indem wir es leihen. Wenn also die Bundesrepublik Geld braucht, geht sie zur Bank und leiht sich Geld. Wie Otto Normalverbraucher. Naja, fast. Jetzt kommt nämlich die Finanzagentur in Frankfurt ins Spiel. Genauer gesagt, Chefhändler Thomas Weinberg und seine Kollegen. Eine ihrer Aufgaben, sie verwalten hauptberuflich das Girokonto der Bundesrepublik. Ja, Sie haben richtig gehört. So wie wir hat auch die Bundesrepublik ein Girokonto für Einnahmen und Ausgaben. Einnahmen sind zum Beispiel unsere Steuern. Im Unterschied zu einem Privatbürger hat die Bundesrepublik Deutschland ihr Girokonto aber nicht bei einer normalen kommerziellen Bank, sondern bei der Deutschen Bundesbank. Und für dieses Konto gibt es jetzt, weil Sie es fragten, keine EC-Karte. Oh. Weil da auch keine Privatperson darüber verfügen darf. Die Frau Merkel oder der Herr Scholz als Finanzminister können jetzt nicht hingehen und mit ihrer EC-Karte eine Auszahlung am Geldautomat von diesem Konto tätigen. Das geht nicht. Zugegeben, die EC-Karte haben wir selbst gebastelt. Aber das Konto der Bundesrepublik gibt es wirklich. Und es ist auch manchmal im Minus. Das können schon mal 2 Milliarden miese sein. Aber das darf nicht lange so bleiben. Das Konto der Bundesrepublik Deutschland, was bei der Bundesbank ist, muss jeden Tag ausgeglichen sein. Das ist tatsächlich ein großer Unterschied zu meinem Girokonto. Das hat nämlich einen Dispositionskredit. Ich darf also auch mal ins Minus kommen. Das Konto der Bundesrepublik Deutschland muss jeden Abend mindestens bei Null sein. Weil das Bundeskonto keinen Dispo hat, ist es Thomas Weinbergs Job, ein Minus täglich bis zum Feierabend auszugleichen. Das hat er bisher auch immer geschafft. Und zwar durch den Verkauf von Bundeswertpapieren. Wenn der Staat Geld braucht, verkauft er Wertpapiere mit unterschiedlichen Laufzeiten an Banken. Genau so wurden die Milliarden Euro für Corona-Hilfen beschafft. So etwas läuft online über Auktionen, nicht etwa an der Frankfurter Börse, sondern hier in der Bundesfinanzagentur. Ehrlich gesagt haben wir uns das Ganze etwas aufregender vorgestellt. So mit viel Adrenalin, lauten Telefonaten und verschwitzten Anzugträgern. Hier liegt zwar ein bisschen Nervennahrung, aber ansonsten laufen die Milliardengeschäfte völlig ruhig ab. Meist über Chats. Man kann hier aber auch gelassen sein, denn Bundeswertpapiere sind gerade sehr gefragt. In einer Zeit, wo große Unsicherheit herrscht, ist man als Investor ganz besonders daran interessiert, sein Geld in einem Wertpapier oder bei einem Schuldner anzulegen, der sicher ist.
Deutschland hat weltweit einen guten Ruf als besonders stabile Wirtschaftsmacht. Darum sind die Wertpapiere beliebt. Sie gelten als krisenfeste Geldanlage bei einem Staat, der Schulden begleicht. An den Namen der Wertpapiere kann die große Beliebtheit dagegen nicht liegen. Die sind nicht besonders knackig. Es gibt aber lustige Spitznamen. Wir haben Wertpapiere mit einer Laufzeit von 6 Monaten bis 30 Jahre. Die 6-Monats-Papiere werden umgangssprachlich Bu-Bills genannt. Die 2-jährigen Papiere haben den schönsten Namen, das sind nämlich die Schätze. Und die 5-jährigen sind die Obels und die 10- und die 30-jährigen sind die Bundesanleihen. Die Banken verkaufen sie weiter. Im Prinzip kann jeder von uns diese Bubels, Bobels und Schätze erwerben und dem Staat damit sozusagen Geld leihen. Im Moment ist das wegen der Zinslage aber alles andere als lukrativ. Sie können zu Ihrer Bank gehen und können die Bank beauftragen, in unserer Auktion Ihr Geld in einem Bundeswertpapier anzulegen. Und wie verhindert man, dass Schurkenstaaten oder Terrororganisationen Deutschlands Wertpapiere aufkaufen? Kontrolliert das irgendwer? Die nationalen Aufsichtsbehörden, die über die Banken wachen, die tragen dafür Sorge, dass diese Banken nur rechtmäßige Geschäfte machen. Hoffentlich klappt das. Wäre der Staat eigentlich in der Lage, nochmal finanzielle Hilfen zur Verfügung zu stellen bei einer zweiten Corona-Welle? Wir sind gut gerüstet, aber man darf auch nicht so tun, als ob das alles keine Herausforderung ist. Das ist eine Herausforderung. Und es geht jetzt eben halt auch darum, dass wir gucken, dass die Wirtschaft wieder in Schwung kommt, wo die ersten Lockerungen eingesetzt haben. Es geht aber auch darum, dass wir verhindern, dass eine zweite Welle kommt, die voll durchschlägt. Und das zu verhindern, das wäre auch der beste Schutz für unsere Finanzen. Die Finanzexperten in Berlin und Frankfurt sind sich sicher. Deutschlands Schulden sind beherrschbar. Ein Grund zur Sorge besteht derzeit nicht. Aber irgendwann müssen wir die Schulden